Gesundheit ist das Alpha und das Omega. Spannende Topics, gehaltvolle Experten-Talks, faszinierende Insights. CyberHealth, dein Podcast zu den wirklich wichtigen Themen. Mit deinem Gesundheitsengel und Gastgeber Tom Dederichs. Herzlich willkommen zu unserem CyberHealth Podcast Folge 3. Ich bin's wieder, Tom Dederichs, und ich freue mich, mit euch heute ein ganz, ganz spannendes Thema besprechen zu können, nämlich selbstbestimmt. Und dieses Thema bespreche ich nicht alleine, sondern ich habe auch heute wieder einen lieben Gast da, das ist die Stefanie Wieczorek. Herzlich willkommen, liebe Stefanie. Vielen Dank. Hallo alle zusammen. Schön, dass du dabei bist. Genau. Ja, dieses Thema ist ein Thema, was unsere Gesellschaft meiner Wahrnehmung nach gerade bewegt. Stefanie, wir haben im Vorfeld schon mal ein bisschen drüber gesprochen und daher kann ich annehmen, dass du das ähnlich siehst. Aber bevor wir dazu kommen, möchten wir dich natürlich erstmal ein kleines bisschen näher kennenlernen. Du bist jetzt hier meine Gesprächspartnerin, weil wir schon vorher in Kontakt standen. Du bist nämlich die Kursgeberin oder Kursleiterin unseres Präventionskurses Endlich Nichtraucher. Und in dem Kontext haben wir dich kennengelernt hier bei CyberHealth und CyberConcept. Und inzwischen weiß ich aber, dass du natürlich ein viel, viel umfangreicheres Portfolio hast und bedienst. Und genau darüber würde ich dich jetzt einfach mal befragen. Wer bist du und was machst du? Ja, genau. Ich bin die Stefanie, Psychologin. Ich arbeite auch als Paarberaterin und mich erreichen immer wieder Themen in Richtung Lebensqualität, Zufriedenheit, Gesundheit. Und natürlich gibt es da auch die Schnittstelle zum Rauchen bzw. zur Raucherentwöhnung. Auch wenn jetzt, sage ich mal, die Rauchfreiheit nicht für jeden gleich in Frage kommt, sind wir genau bei dem Thema selbstbestimmt festlegen, was will ich eigentlich? Ja, selbstbestimmter Konsum, das sind so Themen, die mich erreichen. Kann man es auf den Punkt bringen, es geht immer um die Lebensbereiche Gesundheit, Partnerschaft oder irgendwas Berufliches. Das sind so drei Hauptpfeiler. Und dort, sich besser zu fühlen, zufriedener zu sein, Ziele zu erreichen, das sind so die Themen, mit denen ich arbeite. Okay, das heißt, du hast als Psychologin dich für einen bestimmten Weg des Arbeitens entschieden, nämlich den Weg, wo es eher in das Coaching geht. Richtig. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, mit Psychologie zu arbeiten. Ja, also es gibt manchmal natürlich auch Schnittstellen zur Therapie, aber in der Regel, das ist halt das Selbstbestimmte. Meine Klienten kommen freiwillig, sollte auch so sein. Mhm. Und es geht dann einfach auch wirklich um Optimierung im Leben. Was möchte ich gerne? Und automatisch hängen dann natürlich auch Verbesserungen in der Gesundheit mit dran. Aber es geht nicht in erster Linie nur um Therapie, sondern wirklich auch um Alltagsthemen. Mhm. Ja, auch Liebeskummer kann da eine Rolle spielen. Ja, ja. Ja, wie werde ich zufrieden an meiner Partnerschaft? Wie finden wir uns wieder? Auch Ernährung im Zusammenhang mit Raucherentwöhnung ist ein Thema. Also es ist sehr breit aufgestellt, aber am Ende ist immer die Schnittmenge Gesundheit, Lebensqualität, Zufriedenheit. Mhm. Ja. Okay, jetzt, wenn du als Coach sozusagen für diese verschiedenen Lebensfragen arbeitest, was ist denn dann so die Kernaufgabe, die du mit dieser Arbeit verbindest? Oder was ist der Bereich, in dem du Menschen helfen kannst? Es ist, wie gesagt, ich prüfe vorher, kommt der oder diejenige freiwillig? Und dann schauen wir, wo möchte ich hin? Wie realistisch ist das? Sicherlich gibt es manchmal auch Themen, wo ich sage, nee, da bin ich kein Experte, da werde ich jemanden weiterverweisen. Aber alles, was mit Partnerschaft zu tun hat, Raucherentwöhnung, Ernährung, das sind Dinge, wo ich, sage ich mal, schon viel Erfahrung sammeln durfte über Jahre hinweg. Und die liegen mir auch. Ja. Ich kläre dann tatsächlich im Erstgespräch, bin ich dort der richtige Ansprechpartner oder nicht? Und passt die Chemie? Das ist ja auch in der Psychologie generell so. Und es ist gemischt. Also dadurch wird mein Job nicht langweilig. Mhm. Ja. Weil eigentlich geht es bei mir darum, wie komme ich von A nach B, wie erreiche ich Ziele, wenn ich vom Hintergrund her beleuchten will. Ja, okay. Jetzt haben wir ja dieses Thema aufgemacht, selbstbestimmt. Und wir kommen ja gleich, gleich sehr tief da rein. Aber jetzt zu Beginn würde mich ganz nochmal interessieren, einfach die Verknüpfung dessen, was du tust, mit diesem Überbegriff vielleicht mal. Und ja, Selbstbestimmung genau. Aus meiner Wahrnehmung und Erfahrung erfordert, ja, ist ja an bestimmte Voraussetzungen meines eigenen Bewusstseins geknüpft. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch genau so der Hauptcoaching-Ansatz liegt, oder? Unabhängig jetzt mal davon, in welchen Lebensbereich das Ganze hineinspielt.
Naja, es kommt immer darauf an, auch wirklich, wer vor mir sitzt. Es kommen nicht gleich Klienten, die sagen, ich will selbstbestimmter sein, sondern es ergibt sich dann wirklich, wenn man reflektiert, wo stehe ich im Leben, was will ich eigentlich? Und ich sage mal, gewisse Normen oder Klischees, die für einen nicht immer als passend empfunden werden. Wir schauen dann, wie können wir es entkräften, wie können wir es machbar machen. Ja, also wie kann ich ins Tun kommen und meine Zuversicht stärken? Und da ist natürlich ein großer Punkt, ich lege für mich die Ziele und das, was ich im Leben will, selber fest. Ich muss es nicht von der Meinung meines Umfeldes abhängig machen. Ich muss wirklich selber für mich einen Weg finden und das ist halt diese Selbstbestimmung. Und das nimmt vielen Druck, gerade wenn wir beim Thema Raucherentwöhnung schauen. Ja, dann geht es nicht darum, wie ich muss nächste Woche Mittwoch um 10 Uhr aufhören zu rauchen, weil mein Coach hat es gesagt, sondern ich mache es dann, wenn ich soweit bin und mir das auch zutraue. Ja, weil das eine ist die Zuversicht, das andere ist, was natürlich damit unmittelbar zusammenhängt, es muss für mich machbar erscheinen. Ich muss zuversichtlich sein, dass ich das hinkriege. Und das ist eigentlich der Coaching-Ansatz, beziehungsweise auch der Ansatz, den ich dann mit den Klienten erarbeite. Wie komme ich da hin? Und das sieht bei jedem ein Stück weit anders aus. Ja, jetzt hast du ein paar Begriffe genannt, die uns ja gleich tief ins Thema führen. Du hast zum Beispiel von Normen und Klischees gesprochen. Und tatsächlich geht es ja darum, wenn ich selbstbestimmt sein möchte, was auch immer das bedeutet. Wir werden dem Begriff im Laufe dieses Podcasts sicherlich sehr viel näher kommen. Wenn ich selbstbestimmt sein möchte, dann muss ich erstmal differenzieren zwischen Normen und Klischees, die von außen vielleicht an mich herangetragen werden, und meinen eigenen, tatsächlichen eigenen Vorstellungen. Da muss ich erstmal unterscheiden lernen, oder? Das Abgrenzen lernen, erkennen lernen überhaupt erstmal. Ja. Und jetzt leben wir ja in einer Gesellschaft, wo es sehr viel leichter und umfangreicher ist, dass Normen, Werte, Bilder, Vorstellungen an uns herangetragen werden, in jeglicher Form, über die sozialen Medien, über das Internet. Gerade in letzter Zeit spreche ich viel mit Menschen darüber, dass auch Kinder, vor allen Dingen Kinder natürlich in einer ganz anderen Art und Weise aufwachsen, viel stärker und viel früher konfrontiert sind mit allen möglichen Informationen, die auf sie einprasseln. Und ich könnte mir vorstellen, je häufiger man mit äußeren Informationen konfrontiert ist, je eindrucksvoller die vielleicht auch präsentiert werden über Bilder, über Videos, all das, was wir ja heutzutage als Möglichkeiten zur Verfügung haben, Informationen zu vermitteln, desto schwieriger könnte es potenziell werden, sich selber dagegen abzugrenzen, oder? Das ist richtig. Allerdings, man muss ja auch sagen, das macht die Welt auch einiges einfacher. Das heißt, Normen und gewisse Regeln sind ja nicht alle schlecht, aber wenn es, ich sag mal, gegen meine Gesundheit, gegen meine Lebensqualität geht, ja, also da herauszufiltern, welche Normen sind für mich in Ordnung oder auch, man kann auch sagen, welche Glaubenssätze habe ich aus der Kindheit übernommen, die für mich noch förderlich sind und welche blockieren mich. Und das ist natürlich erstmal ein gewisser Aufwand, das tatsächlich zu trennen. Stimmt, da muss man offen für sein, muss auch mutig sein, sich seine eigenen Baustellen anzuschauen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht mit Klienten, wenn die sich darauf einlassen, dann kommen wir dann wirklich dahin, dass es eher Richtung Selbstbestimmung geht und auch Zuversicht im Sinne von, ich kann mein Leben in die Hand nehmen und verbessern. Mhm. Ja, ich komme dann wirklich von A nach B, so wie ich es mir vorstelle. Es erfordert halt immer auch, ja, wo hänge ich fest? Welche Normen, Glaubenssätze blockieren mich? Aber am Ende, momentan, wir leben hier in Deutschland, ich zumindest, es gibt Regeln, ohne Regeln geht es nicht, ohne Normen wahrscheinlich auch nicht, aber man muss nicht alles ungefragt für sich übernehmen, weil dann ist es wirklich so, dass oftmals die Wünsche, die Vorstellungen, die wir haben im Leben, blockiert werden. Okay. Oder wir uns selbst blockieren dadurch. Ja, genau. Jetzt gibt es ja Regeln, wie du es gerade genannt hast, also offizielle Normen vielleicht, wenn man so will, Normen, auf die man sich irgendwie als Gesellschaft ja auch einigt. Ja. Aber was ich jetzt im Hinterkopf habe, ist, wenn ich mal meine Kinder beobachte, ich habe 3 Kinder, 2 Jungs, die sind 12, werden jetzt 13 am Wochenende und eine 14-jährige Tochter. Ich bekomme halt mit, dass die über das Internet zwangsläufig in sehr, sehr viel Kontakt zu den unterschiedlichsten Themen kommen. Also Konsum ist ein so ein Thema, ja. Und Konsum ist ja vielleicht ein generelles gesellschaftliches Thema, schon ein bisschen länger, nicht erst für die jetzt heranwachsende Generation, aber ich habe das Gefühl, dass das stärker wird, weil sehr viel leichter ist, Menschen zu erreichen, eben zum Beispiel übers Internet. Und bei meinen Kindern beobachte ich eben, dass es eine ständige Aufmerksamkeit erfordert, sie da zu begleiten, damit sie nicht in ein bestimmtes Konsumverhalten hineinbefördert werden, von Werbung, ja. Ja, die natürlich darauf ausgerichtet ist, Menschen zum Konsum zu bewegen. Das ist ja auch
verständlich und immanent. Zum Beispiel ein solches Konsumverhalten ist ja etwas, wo ich tendenziell schnell in den Bereich kommen kann, wo ich eben nicht mehr selbstbestimmt bin, sondern vielleicht bestimmte Bedürfnisse, vermeintliche Bedürfnisse oder ein Bedarf in mir geschaffen wird durch Werbung. Und jetzt gilt es irgendwann rauszufinden, okay, was ist denn von diesem Bedarf ein tatsächliches Bedürfnis, was ich habe? Und wo muss ich da einen Riegel vorschieben und sagen, okay, das tut mir jetzt nicht mehr gut, das hat eigentlich nichts mit mir zu tun, sondern da wird mein selbstbestimmtes Handeln plötzlich abgelöst durch irgendwas Fremdbestimmtes. Und da sehe ich so ein großes Problem in diesem Kontext, oder? Eine Aufgabenstellung. Ja, allerdings, ich meine, am Ende sage ich leben und leben lassen. Bei Kindern ist es etwas schwierig, weil wir natürlich eine Verantwortung haben. Ich kann mich erinnern, ich meine, ich bin jetzt 37, als ich jünger war, gab es auch Werbung im Fernsehen. Also ich meine, am Ende, die Werbung hat Kinder immer irgendwie erreicht. Ja, sicherlich haben die Eltern auch in dem Moment, wie die das vorleben, einen Einfluss auf das Kind. Man kann dann auch schauen, gut, brauche ich das wirklich? Aber am Ende, wenn das so bunt dargestellt wird und das Kind sagt, ich will das, so richtig, muss man ehrlich sein, haben wir als Eltern auch nicht den vollen Zugriff. Weil es kann dann auch immer, wie soll ich sagen, Konsequenzen später geben. Wenn wir den Kindern jetzt alles verbieten, und das Kind ist irgendwann 30. Kann es sein, dass es dann die ganzen, ich sag mal, Kinderschokolade-Dinger konsumiert? Also es kommt, glaube ich, immer auf ein gesundes Maß drauf an. Und auch als Erwachsener ist man davon ja nicht befreit von diesen ganzen Dingen. Bei einigen hat es ja auch mit Kompensation zu tun. Kaufen macht auch glücklich, nicht umsonst gibt es solche Floskeln. Es ist ja auch was dran. Mhm. Und inwiefern wir wirklich selbstbestimmt sind, darüber streiten sich die Psychologen sowieso noch, die Wissenschaftler. Ne? Mhm. Weil wir sind natürlich geprägt von Glaubenssätzen, wie sind wir aufgewachsen. Die Wahrnehmung, auch das Emotionale, das ist ja nicht immer in Reihenfolge gescheit mit unseren Gedanken, sondern es ist ja manchmal ein großes, konfuses Ganzes. Und unsere richtigen Motive können wir vielleicht gar nicht immer erkennen. Mhm. Was aber schon geht, ist, wenn wir uns mal die Zeit nehmen im Leben und innehalten, achtsamer sind, zu schauen, sich selber auf die Schliche zu kommen, was mache ich da eigentlich? Ja, und dann können wir eher in die Richtung, ich möchte eigentlich mehr selbstbestimmt sein im Sinne von, was will ich eigentlich im Leben, was tut mir gut, wie komme ich da hin und mich nur, nicht nur von außen und den ganzen Turbulenzen berieseln lassen, was da passiert, bei der Werbung. Mhm. Ja? Ja. Du hast jetzt gerade von Kaufen oder Konsumieren als kompensatorische Maßnahme gesprochen, ne? Aber dieser Begriff beinhaltet ja, dass man etwas tut, was eigentlich nicht der Kern ist, sondern was dann als Ersatz dient für etwas anderes, was man vielleicht in dem Moment nicht umsetzen kann, nicht erreichen kann oder meint nicht erreichen zu können oder vielleicht gar nicht im bewussten Fokus hat. Ja, also was die Werbung anbelangt, fällt mir jetzt gerade in dem Zusammenhang ein, wenn wir das Thema Rauchen nochmal betrachten. Tatsächlich gibt es ja ein Werbeverbot für Rauchartikel, ne, seit einiger Zeit. Ja, kann man sich darüber streiten, ob das so Sinn macht oder nicht, ob das zur Selbstbestimmung der Menschen eher beiträgt oder eigentlich eher kontraproduktiv ist. Ich weiß es nicht, würde ich mich jetzt gar nicht festlegen wollen. Es zeigt aber auf jeden Fall, dass offensichtlich auch an offizieller Stelle erkannt worden ist, dass Werbung und das Spielen mit äußeren Triggern und Reizen natürlich schon Einfluss hat auf die Menschen, ne? Und deren Verhalten. Jetzt ist es ja so, wenn ein Mensch mehr Selbstbestimmung, um bei diesem Aufhänger zu bleiben, in seinem Leben haben möchte, dann lässt sich das ja häufig an konkreten Lebenssituationen festmachen. Du hast es ja schon am Anfang auch benannt, dass du so spezielle Kardinalbereiche hast, in denen du als Coach und Psychologin dann arbeitest. Und für diese einzelnen Bereiche, also zum Beispiel das Zusammenleben mit meinem Partner oder eben auch mein Rauchverhalten oder mein Kaufverhalten vielleicht auch, weiß nicht, ob du das auch bestätigen kannst, geht es ja immer darum, dass ich eine Verhaltensänderung in irgendeiner Form versuche zu erreichen. Wie ist denn so die grobe Skizze dazu? Hast du da einen groben Leitfaden, wo du sagst, okay, das sind die Schritte, die dann eigentlich passieren müssen, bis ein Mensch in diese Befähigung kommt, sein Verhalten tatsächlich zu ändern? Ja, ich sag mal so ein paar Kernpunkte. Ich schaue natürlich erstmal, wo steht derjenige jetzt? Mhm. Na, die starten ja nicht alle an der gleichen Stelle. Mhm. Und da geht es erstmal darum, dass ich so eine Art Zufriedenheitsskalierung mache in verschiedenen Lebensbereichen. Dass derjenige erstmal prüft, okay, wo stehe ich, wie zufrieden bin ich mit meinem Job, mit meiner Familie, mit meiner Gesundheit, zum Beispiel auch mit meinem Rauchverhalten und wo will ich gern hin? Ja, auf einer Skala von 0 bis 10, wenn ich da aktuell bei 5 stehe und ich bin mit einer 7 zufrieden, dann kann das persönliche Ziel sein. Der andere möchte vielleicht eine 9 erreichen. Also das sind Dinge, wo ich erstmal schaue, wo stehe ich, wo komme ich hin? Und dann schauen wir uns gemeinsam an, wie kann das denn machbar sein im Alltag? Natürlich auch mit den ganzen Faktoren, die da eine Rolle spielen. Derjenige berufstätig ist, wie ist der Tagesablauf? Und ich mache das ganz gern,
naja, ich sag mal, über Teilschritte, die wichtig sind und die Zuversicht steigern. Weil wenn wir Menschen merken, wir kriegen was auf die Reihe, was wir uns vorgenommen haben, dann wächst automatisch die Zuversicht, dass ich dann auch wirklich das erreiche, was ich erreichen möchte. Und bei der Raucherentwöhnung ist es nicht anders. Das heißt, eigentlich auf den Punkt gebracht, Status quo ermitteln, wo will ich hin? Und dann machbare, also individuell natürlich, für jeden machbare Teilschritte entwickeln, konkrete Umsetzbarkeit im Alltag, das heißt nicht zerdenken, nicht einen Haufen Sorgen, warum ich es nicht schaffen kann, sondern wie komme ich ins Tun. Ja. Und dann ist das, sage ich mal, Schritt für Schritt möglich. Sicherlich gibt es auch einen, der von heute auf morgen gleich sein Gesamtziel erreichen will und das auch umsetzt, aber das hat auch immer damit zu tun, wie ticke ich sonst im Leben, wie diszipliniert bin ich oder bin ich jemand, der eher ein bisschen chaotisch ist und komme kreativer ans Ziel. Also es gibt da jetzt nicht das Pauschalkonzept für jeden. Hm. Aber Zuversicht, Motivation und die Frage des Machbaren, kann ich selber für mich da einen Haken dran machen im Sinne, ich traue es mir zu. Ich habe die Werkzeuge in Anführungsstrichen und ich weiß, wie ich das jetzt angehen kann. Hm. Das ist das, was ich gemeinsam dann mit dem Klienten herausfinde. Ja, okay, also die Frage nach den Zielsetzungen richtet sich demnach auch sehr danach, was denn meine Glaubensfähigkeit ist, oder meine Vorstellungsfähigkeit. Was kann ich mir vorstellen, ist denn für mich tatsächlich erreichbar? Ja. Du hast gerade das Beispiel gebracht mit der Skala, wo jemand möglicherweise bei 7 schon zufrieden ist und ein anderer möchte gerne 9 erreichen. Theoretisch würde ich sagen, warum sollte jemand mit 7 zufrieden sein, wenn er eigentlich weiß, dass er 9 erreichen könnte? Ja? Diese Zufriedenheit mit 7. Das ist doch immer eine Definitionsfrage. Ja. Na, wenn der eine, bei dem einen kann die 7 beim Außen schon so aussehen, wie bei dem anderen die 9. Also okay. Es hat auch immer damit zu tun, wie weit gucke ich generell über den Tellerrand, sehe ich die Gesamtwelt, das Globale und bin froh, dass ich was zu essen auf dem Tisch habe, dann ist eine 7 bei manchen höher gewichtig, als wenn ich meinen eigenen Mikrokosmos noch sehe. Mhm. Also an den Zahlen, ich frage dann natürlich auch, was versteht der dabei, was ist die 7, wie sieht das konkret aus? Mhm. Das ist wichtig. Es gibt ja so diesen Spruch, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Das unterscheidet ja dann unter Umständen auch so ein bisschen die Menschen voneinander. Ne? Der eine sagt ganz klar natürlich die Taube. Genau. Oh, und der andere sagt, boah, nee, lieber den Spatz, den habe ich sicher. Okay, also gut, für mich ganz essentiell wichtig festzuhalten, eine solche Verhaltensänderung, wie wir sie eben angesprochen haben, hängt ganz, ganz klar damit zusammen, was für Ziele ich mir setze. Also die Motivation, das ist ja der Begriff, der daraus resultiert aus dieser Zielsetzungsfrage, die ist extrem wichtig. Das bedeutet, am Anfang gibt es erstmal eine Bewusstseinsarbeit wahrscheinlich, ne? Mhm. Wo ich mir klar werden muss, was sind denn meine Ziele und an welche Ziele kann ich denn überhaupt glauben? Okay, das ist mir jetzt schon klar. Dann würde ich aber jetzt gerne nochmal von da aus starten, dass wir da vielleicht nochmal ein bisschen tiefer eintauchen. Dann habe ich meine Ziele jetzt definiert und dann beginnt ja die eigentliche Arbeit, oder? Ein Step gibt es noch zuvor. Man muss schauen, sind es wirklich meine eigenen Ziele, also auch dieses Stichwort selbstbestimmt, oder sind es Ziele, zum Beispiel wurde ich von meinem Partner in den Rauchfallkurs geschickt. Mhm. Und natürlich mache ich das gern, weil ich meinen Partner liebe oder ihn zumindest mag, ne, wie auch immer, ja. Und gehe in den Kurs. Aber es wird nicht, bei den meisten wird es nicht nachhaltig sein, wenn die nicht selbst für sich Gründe finden. Mhm. Das heißt, man muss auch wirklich in Bezug auf sich selbst schauen, was bringt mir das jetzt, was habe ich davon? Und da ist es besser, in die Richtung zu gucken, wirklich, was habe ich davon, als was kann ich damit vermeiden? Also gerade Stichwort diese Angst vor Erkrankungen, das bringt die wenigsten dazu, langfristig aufzuhören. Mhm. Ja, sondern wirklich dann zu schauen konkret, welche Vorteile habe ich? Meine Lebensqualität steigt, ich kann beim Treppensteigen besser Luft holen, meine Kondition ist besser. Wenn zum Beispiel jemand Sportler ist, der wird das alles wahrnehmen. Ja, man riecht besser. Also man hat dann konkret für sich die Ziele vor Augen und nicht unbedingt, was will jetzt meine Mutter, was will meine Partnerin, was will mein Kind, was will mein Kollege. Sicherlich leben wir hier in einer Gemeinschaft und es ist auch immer ein Entgegenkommen wichtig. Aber in erster Linie muss man schauen, ist es wirklich mein eigenes Ziel? Weil wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es einen Haufen Stolpersteine auf dem Weg der Umsetzung. Hm. Weil dann ist es nicht, intrinsisch motiviert genug. Dann kommt es nicht so wirklich von innen. Ja, jetzt hast du gerade dieses Thema Angst angesprochen. Angst vor Krankheit jetzt im Zusammenhang zum Beispiel auch mit dem Rauchen. Dass das eben nicht ein wirklich nachhaltiger Trigger sein könnte. Ja? Jetzt gibt es ja in der Werbung, also wenn man mit Werbefachleuten spricht, da gibt es immer so zwei Aussagen, die gegeneinander stehen. Ich weiß gar nicht, ob die unbedingt gegeneinander stehen, aber auf jeden Fall gibt es auf der einen Seite diese Zielsetzung, wir müssen in den Schmerz der Menschen, ja, also wir müssen ihnen aufzeigen, was ihnen fehlt oder wovor sie Angst haben und dass unser Produkt, für das wir jetzt werben, genau da ansetzt und diese Angst nimmt oder diesen Schmerz nimmt oder diesen Mangel.
Und es gibt auf der anderen Seite die Überlegung, aber wir können aufzeigen, was es denn an positiven Werten gibt, die mit unserem Produkt verbunden sind. Also eben so eine Zielorientierung geben, was natürlich von der Emotionalität her, die erzeugt werden soll beim potenziellen Konsumenten, was ganz diametral entgegengesetztes ist. In diesem Kontext, wie bewertest du das denn, diese beiden Möglichkeiten, Motivation aufzubauen? Ja, also sicherlich ist beides auch wieder typabhängig. Ne? Mhm. Wenn es eine Person ist, die generell gesundheitsbewusst ist, ja, wahrscheinlich würde die auch nicht so viel rauchen. Die ist wahrscheinlich auch die, 10, 15 am Tag maximal. Mhm. Ne? Für die ist vielleicht dieser Ansatz, ich habe Angst vor Erkrankungen und da ist etwas, was mich da rausholen kann, effektiver als für jemanden, der generell, sage ich mal, beschwingter durchs Leben geht und mehr Action und Abenteuer sucht. Mhm. Ja, für den fruchtet es nicht langfristig. Sicherlich eine Mischung aus beiden. Den meisten Rauchern ist ja klar, dass Rauchen nicht gesundheitsförderlich ist. Mhm. Ja, es steht auf den Packungen drauf, diese ganzen Schockbilder, die es da mal gab. Man gibt es ja immer noch. Ne? Ist ja immer noch. Es ändert ja nichts am Rauchverhalten. Wenn eine Schachtel Zigaretten auf dem Tisch liegt, kann man nicht auf den Tisch gucken, weil die Bilder so eklig sind teilweise. Ja, richtig. Ne? Und dann weiß ich auch von Teilnehmern, von Seminarteilnehmern, die wechseln dann einfach ihre Verpackung und dann ist das Bild auch weg. Ne? Wie so eine Handyhülle, ne? Ich glaube, da hängt noch was anderes mit dran. Wir Menschen suchen gerne kurzfristig, ich sag mal, Belohnung in Anführungsstrichen. Mhm. Und das, was langfristig vielleicht auch an negativen Folgen kommen kann, das ist erstmal ausgeblendet. Damit lebt sie es auch entspannter, als wenn wir nur mit Angst und Panik durchs Leben rennen würden. Mhm. Ja, auch das Beispiel Schicksalsschläge. Wenn jetzt zum Beispiel im Familienkreis, im Bekanntenkreis tatsächlich jemand an den Folgen des Rauchens verstorben ist und das, sage ich mal, ziemlich nachweisbar war, ist ja immer relativ, dann ist das am Anfang ein Schock. Es kann auch dazu führen, dass derjenige aufhört zu rauchen und auch ein halbes Jahr rauchfrei ist. Aber wenn die Welt dann wieder sich geordnet hat, er wieder den Boden unter den Füßen hat, kann es sein, dass er ein altes Verhaltensmuster zurückgerät. Ja, dass er dann wieder vollkommen im alten Pensum steckt. Und deswegen ist es sinnvoller, für sich zu schauen, was habe ich davon? Weil wir sind schon so geleitet, dass wir eher nach Vorteilen gucken. Die meisten schauen eher, ne, also auch wenn man einkaufen geht, dann gucke ich auch, okay, was könnte mir schmecken? Was bringt mir, ne, also wir gucken nicht so sehr in die Richtung, welche Nachteile kann ich vermeiden, sondern was habe ich davon? Mhm. Das motiviert die meisten mehr. Deswegen halte ich den Ansatz auch für effektiver. Ja, okay. Gut, jetzt fällt mir in dem Zusammenhang, wird mir gerade bewusst, dass es natürlich ein Unterschied ist, ob ich für ein Produkt werbe, wo die Kaufentscheidung in einem Moment getroffen wird und dann ist das Produkt gekauft, dann brauche ich keine Nachhaltigkeit. Und wenn es ums Verhaltensändern geht, dann brauche ich natürlich die Nachhaltigkeit, weil das Verhalten möchte ich ja auf Dauer ändern. Ne? Insofern haben wir da eigentlich zwei Paar Schuhe. Ja, okay, aber das war schon sehr erhellend. Das beleuchtet, wie wir so ticken. Das ist ein interessanter Punkt, Tom, wenn ich nochmal da anknüpfen kann. Gerade auch bei der Raucherentwöhnung. Wenn wir jetzt ein Seminar anbieten, egal ob online oder live oder ein Coaching, dann ist natürlich die Quote derjenigen, erstens, die meisten sind motiviert und die Quote derjenigen, die aufhören, ist ja erstmal ziemlich hoch. Mhm. Und die Nachhaltigkeit bedeutet dann, auch nach dem Seminar, ein halbes Jahr später, ein Jahr später, fühle ich mich sicher und stabil auf dem Weg und bin damit zufrieden. Ja, und das ist ja der Ansatz, den wir gerne verfolgen wollen, weil es den Menschen auch hilft. Zumindest sollten sie das Werkzeug bekommen, zu wissen, wie kann ich da langfristig draußen bleiben aus der Nummer. Wie kann ich mich für Rauchfreiheit oder was auch immer entscheiden, ohne das jetzt aus einer Anfangsmotivation und Euphorie umzusetzen und dann aber wieder, sage ich mal, in alte Muster zu verfallen. Das ist ja ganz oft bei Verhaltensänderungen der Fall, dass wir am Anfang motiviert sind, sei es eine Ernährungsumstellung oder mehr Sport. Und dann geht es darum, ein, ich sage mal, für mich erstrebenswertes Verhalten länger beizubehalten. Ja, das heißt, es muss im Prinzip zu mir dazugehören. Ich muss es sozusagen verinnerlichen. Ich habe dazu letztens ein ganz interessantes Interview gesehen mit Arnold Schwarzenegger. Der ist da gefragt worden, wie er das denn gemacht hätte mit seinem Training. Er hätte ja sein Leben lang trainiert und würde jetzt immer noch im Alter, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, würde jetzt immer noch regelmäßig trainieren. Und dann ist er gefragt worden, wie er das denn bewerkstelligt hätte. Und dann sagt er, ja, ich habe auch mein Leben lang schon jede Nacht geschlafen und das tue ich immer noch. Und bin jeden Morgen aufgestanden, mache ich immer noch. Und ich putze mir auch jeden Morgen die Zähne und das mache ich auch immer noch. Und genauso trainiere ich auch immer noch. Und das zeigt ja schon den Zusammenhang. Ne? Also wenn ich eine Verhaltensweise verinnerliche, sodass sie wirklich zu mir und zu meinem Lifestyle, zu meinem Alltagsverhalten dazugehört, dann erst ist es im Prinzip ja manifestiert und verankert, ne? Gesichert auf Dauer. Ja, okay.
Genau. Jetzt sind wir ja zum Einstieg unseres Gesprächs, habe ich ja so ein bisschen die Vermutung geäußert, dass in unserer Gesellschaft all das, was mit dieser Art von Coaching zu tun hat, sehr viel präsenter ist und wächst. Das ist, wie so viele Dinge, hat seinen Vorreiter in den USA, da gibt es schon länger, dass Menschen sich Hilfe holen, psychologische Hilfe auch holen, wenn es darum geht, alltägliche Prozesse zu begleiten und zu verändern, den Umgang mit alltäglichen Schwierigkeiten, so wie du das ja auch beschrieben hast eben. Also ich habe das Gefühl, das wird bei uns gerade massiv mehr. Ich begegne immer mehr Menschen, die mir davon berichten, dass sie genau so mit sich und ihren Themen arbeiten, mit Hilfestellung eben. Siehst du das genauso? Empfindest du das auch so? Oder nimmst du das auch so wahr jetzt als jemand, der natürlich genau in dieser Profession auch unterwegs ist? An sich schon. Ich würde sagen, das hat auch schon früher begonnen. Also ich bin jetzt seit über 10 Jahren selbstständig. Ich würde sagen, da kam schon vor 5 Jahren so eine, ich will nicht sagen, so ein Umschwung. Die Leute nehmen es, sage ich mal, an, sich Unterstützung zu holen und sich auch selber einzugestehen. Es gibt Phasen im Leben, da sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Mhm. Und so wie wir Körperpflege betreiben, schon seit Jahrhunderten, macht es auch Sinn, für seine mentale Gesundheit zu sorgen. Deswegen, sage ich mal, sprudeln da auch die Angebote über Lebensberatung, Coaching, auch Psychologen, dazu gehöre ich ja jetzt, die eher in diese Richtung Gesundheitsförderung arbeiten und nicht nur in Richtung Krankheitsvermeidung, beziehungsweise wir gucken da mal, welche Symptome da sind und machen Schadensbegrenzung, sondern es geht wirklich um Lebensqualität und um Zufriedenheit, weil die Menschen sicherlich auch trotz der ganzen Berieselung von außen hin und wieder nachdenken, was will ich eigentlich im Leben und so richtig glücklich bin ich vielleicht nicht. Beziehungsweise Glück ist nicht so ein Wort, was ich gern verwende. Sagen wir mal zufrieden. Ja? Mhm. Und jeder hat so eine Art Wohlfühlkompass. Beim einen schlägt der mehr an, beim anderen weniger. Und man muss nicht genau wissen, was nicht stimmt. Man hat bloß so ein Gefühl, nee, so habe ich eigentlich keinen Bock, mein Leben weiter zu leben. Mhm. Und das ist der Punkt, wo man dann schauen kann, okay, was gibt es denn für Angebote? Und ich glaube, dass das zunimmt. Also nicht nur im Punkt Selbstbestimmung, sondern auch, ja, mal hinterfragen, mal innehalten. Einfach, ja, es resultiert dann einfach auch daraus, dass so ein hoher Verschleiß vielleicht vorher war. Ja, teilweise Leistungsgesellschaft, wo ich mich verausgabt habe und wo dann mein Körper oder meine Psyche mir sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und dann ist der Mensch manchmal gezwungen, innezuhalten und zu gucken, ist das mein Lebensmodell? Mhm. Ich glaube auch, dass die Welt früher etwas überschaubarer war, strukturierter. Es gibt heute so viele Optionen. Mhm. Ja, das fängt in den Supermärkten an mit 20.000 Erdbeerjoghurts, die da stehen. Ich übertreibe jetzt natürlich. Ne? Ja, genau. Ich weiß, was du meinst. Welchen kaufe ich? Stehe ich auch jeden Tag stundenlang davor. Alle sehen gut aus. Und auch die Partnerwahl. Ja, wenn wir überlegen, die Menschen haben früher, ich sag mal, als es noch nicht so viele Autos gab, als das ist auch nur eine Frage, wer konnte sich eins leisten, das war ja alles beschränkter. Mhm. Da war das regionaler. Und heute, ich kann arbeiten, wo ich will, ich kann das digital machen, ich kann mir über Dating-App alles Mögliche anschauen. Und das sorgt natürlich dafür, dass manch einer durch diese, ich sag mal, Reizüberflutung auch eine Überforderung erlebt. Und diese Überforderung bringt einen manchmal dazu, okay, jetzt muss ich mal schauen, ich muss hier was tun. Mhm. Und ich glaube, dass der Punkt heute schneller erreicht ist als damals vor einigen Jahrzehnten. Ja. Das ist auch so eine Parallelschiene, die natürlich dann... Ja, deckt sich zu 100% mit meiner Einschätzung. Also ich glaube auch, dass es einfach so viel mehr Möglichkeiten gibt, dass wir das, was man klassischerweise als die Qual der Wahl bezeichnet hat früher, ja, dass wir damit einfach viel, viel stärker konfrontiert sind. Und das erfordert ja einfach, dass wir nicht nur wissen, was wir nicht wollen, sondern dass wir zunehmend auch wissen sollten, was wir denn wollen, weil wir sonst in dieser Entscheidungssituation verharren und einfach zu keiner Entscheidung kommen und damit nicht zielgerichtet in irgendeiner Form leben. Vielleicht auch das Gefühl haben, dass wir nicht voranschreiten, weil wir keine Entscheidung haben. Das ist wie an einer Weggabelung zu stehen und nicht zu wissen, okay, in welche Richtung will ich denn jetzt weitergehen? Ne? Ich weiß, da wo ich herkomme, da möchte ich nicht mehr hin, ja, aber das bringt mich jetzt an der Stelle dann nicht wirklich ins Weitermarschieren oder ins Handeln im übertragenen Sinne. Ne? Genau. Das ist auch die Erfahrung, die ich mit Klienten ganz oft mache, auch aus meinem eigenen Leben kennt man das. Ne? Entscheidung, manchmal kommt es nur darauf an, eine Entscheidung zu treffen. Ob die richtig oder falsch in Anführungsstrichen ist, das wissen wir meist nicht. Aber wenn ich mich für eine Richtung entscheide, dann komme ich da schon irgendwie weiter. Und dieses Kreisverkehrfahren, also ich nehme mal dieses Bild im Kreisverkehr, irgendwann wird einem schwindelig, wenn man sich ständig da aufhält und keine Ausfahrt nimmt. Ja. Ja, und deswegen macht es manchmal Sinn, gewisse Ziele oder zumindest Vorstellungen zu haben, wie könnte ich mir mein Leben denn vorstellen, wie
was könnte denn für mich funktionieren? Und das geht natürlich auch über die Brücke, was will ich nicht, welche Erfahrungen habe ich gemacht, was will ich nicht mehr? Mhm. Da kommen wir dieser Sache auch näher. Ja. Und dahinter stecken natürlich auch Bedürfnisse. Welche Grundbedürfnisse habe ich? Welche Werte sind für mich wichtig im Leben? Bin ich jemand, der überwiegend Geborgenheit, Stabilität und Sicherheit sucht, weil im Außen habe ich beruflich genug Turbulenzen? Also man muss halt schauen, was ist mein Wertesystem? Und da leiten sich natürlich auch Ziele ab und Entscheidungen fallen mir auch leichter, wenn ich weiß, wer bin ich eigentlich, was ist mir wichtig? Und dann weiß ich auch eher, wo will ich hin? Mhm. Ähnlich wie ein Schiff im Ozean, ein Boot, was da ständig von den Wellen hin und her geleitet wird, oder es kennt halt seinen Hafen. Mhm. Und so ähnlich ist es im Leben auch. Ja. Jetzt hast du zwei Dinge gerade gesagt, die für mich beide sehr, sehr interessant und essentiell sind, würde ich kurz gerne ansprechen. Zwar als erstes hast du gesagt, manchmal muss man einfach, ist es wertvoll, eine Entscheidung zu treffen. Ich habe das jetzt so interpretiert, dass es dann gar nicht so wichtig ist, ob man 100% sicher ist, dass das die richtige Entscheidung ist. Ja. Aber man trifft eine und kommt wieder ins Vorwärtsgehen. Also das Beispiel mit dem Kreisverkehr finde ich sehr, sehr prägnant. Ja, das bedeutet ja, ich fahre im Kreisverkehr und ich kann mich einfach nicht durchringen, jetzt mal abzubiegen. Das heißt, ich hänge im Kreisverkehr und ne? Und dann ist es eigentlich besser, wenn ich in so einer Situation bin, zu sagen, Mensch, ganz egal, ich biege jetzt ab. Ich weiß nicht, ob das 100%ig richtig ist, aber ich werde dann erleben, ob das ist, was ich möchte, zumindest. Mhm. Und wenn ich feststelle, es ist es nicht, ja, dann versuche ich eben dann was anderes und nähere mich so langsam mir selbst, meinem Ziel und meiner Selbstwahrnehmung möglicherweise, meiner Selbstverwirklichung, meiner Selbstbestimmung an. Es hat ja dann auch was mit Vertrauen zu tun, ne? Vertrauen in das Leben, Vertrauen in sich selbst. Und wenn das, sage ich mal, gestärkt werden kann, dann ist derjenige auch eher bereit, irgendeine Ausfahrt zu nehmen, statt nur zu zweifeln und Angst vor den Konsequenzen zu haben. Ja. Ja? Es setzt natürlich die Erfahrung voraus, ich biege dann wirklich mal ab und merke, es ist gar nicht schlimm. Es ist gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, sondern es geht. Ja. Übrigens auch wieder die Parallele zur Raucherentwöhnung, muss ich gerade bringen. Mhm. Auch da braucht unser Kopf die Erfahrung, Kaffee zum Beispiel geht ohne Zigarette. Und das kriegt der Kopf nur mit, wenn wir uns in die Situation hineinbegeben und es tun. Das ganze Zerdenken vorher, warum es denn scheitern könnte und warum das Leben dann nicht mehr läuft, das blockiert uns und das sorgt nicht dafür, dass wir eine Verhaltensänderung zustande bekommen. Ja. Sondern man muss dann auch wirklich ins Tun kommen, die Entscheidung dafür treffen und es umsetzen, ohne das Ganze zu sehr zu zerdenken. Ja, das erinnert mich an den Begriff Fehlerkultur. Ne? Der ist ja auch in den letzten Jahren in unserer Gesellschaft immer populärer geworden, gerade weil uns vielleicht auch so ein bisschen Fehlerkultur fehlt in unserer Gesellschaft. Also einfach die Tatsache anzuerkennen, dass wir wachsen, reifen und lernen durch vermeintliche Fehler, die wir machen, und die Korrektur, ja, die daraus resultiert. Also es fängt ja auch, sage ich mal, im Bildungsschulsystem an, als ich damals jünger war, zum Beispiel im Diktat, ja. Das war schon immer so der Fall, dass wenn die Schüler Diktate schreiben, dass dann die falsch geschriebenen Wörter rot markiert wurden. Kein Lehrer hat die richtigen grün unterstrichen. Ja, das heißt, es ist schon so, dass wir, ich glaube, auch gerade in Deutschland ist das so ein Thema, sehr defizitorientiert sind. Immer auf Optimierung aus. Fehler vermeiden. Und das ist ganz richtig. Ich sehe das auch so, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Wir lernen durch Fehler und wir würden uns sonst von, also sage ich mal, unserer Erfahrung berauben, wenn wir ständig zu vorsichtig sind, nichts probieren, aus Angst Fehler zu machen. Ja. Also auch Lebenserfahrung wächst ja, weil ich vielleicht manchmal auf die Nase gefallen bin und beim nächsten Mal weiß ich, okay, so geht's nicht, aber es gibt vielleicht noch 10 andere Wege. Ja. Also es ist schon großer Punkt, ja. Auch die Angst vorm Scheitern ist natürlich damit verbunden. Ob es jetzt eine Raucherentwöhnung ist oder irgendwas anderes, oft schwebt ja im Hintergrund so eine Versagensangst, die Angst, das nicht hinzukriegen. Und allein das blockiert manchmal überhaupt den Weg zu gehen, anstatt es zu versuchen. Ich meine, man wird nur klüger draus und guckt. Mhm. Beim Laufen lernen, beim Fahrradfahren, wir haben alle damals, sag ich mal, als wir noch klein waren, die Kurve gekriegt und sind wieder aufgestanden. Wenn man sich Kleinkinder anguckt und die würden liegen bleiben beim ersten gescheiterten Versuch, naja, dann könnten wir heute alle nicht laufen. So ist das. Und das ist sicherlich eine Erfahrung von vielen, die uns alle eint. Jetzt ganz genau. Hattest du aber noch ein zweites Thema angeschnitten gerade, was ich auch noch sehr interessant finde. Du hast davon gesprochen, dass man sich darüber klar werden muss, wie man denn selber so tickt, auch gerade in Hinsicht auf Beziehung. Das Beispiel hattest du angebracht. Also suche ich in meiner Beziehung eher Sicherheit, eher Ruhe, eher aufgefangen werden, weil ich in meinem Job sowieso schon genug spannende Dinge und aufreibende Dinge möglicherweise um die Ohren habe. In dem Moment ist mir der Gedanke gekommen, dass ja auch ein wichtiges Thema ist, dass Menschen möglicherweise im Laufe ihres Lebens genau diese Kriterien, die sie mit verschiedenen Lebensbedingungen, zum Beispiel ihrer Partnerschaft verknüpfen, verändern und das realisieren müssen, um dann einen
Prozess zu durchlaufen, an dessen Ende sie dann wirklich sich selbst wieder gerecht werden können, oder? Das ist tatsächlich auch in meiner Praxis eines der Kernpunkte in Paarberatungen. Manche Paare gehen mit den Erwartungen ran, ich habe jetzt hier jemanden kennengelernt, vielleicht auch geheiratet und wir wissen, wen wir hier haben und das bleibt ewig so. In der Regel ist das nicht der Fall, sondern natürlich, wir Menschen machen alle Reifungsprozesse durch und dann ist mal ein Jobwechsel dazwischen, dann kommen Kinder dazu. Also das Leben ist ja von größeren oder kleineren Veränderungen geprägt und das Paar, so unromantisch wie es klingt, muss immer wieder schauen, passt unsere Lebensrichtung, die Orientierung noch zusammen? Gucken wir ungefähr in die gleiche Richtung oder will ich plötzlich was anderes vom Leben als du? Und wir müssen schauen, wie können wir wieder aufeinander zusteuern? Das heißt, es ist auch immer wieder, so unromantisch wie es klingt, eine Verhandlungssache. Ja, zu schauen, ist das noch das, was ich möchte? Jetzt unabhängig von den, ich sag mal, Lebenskrisen, die kommen können, wenn dann das Alter eine Rolle spielt und der ein oder andere an seiner Attraktivität zweifelt oder den Marktwert nochmal prüfen will, gibt's ja alles. Es ist dann auch wirklich so ein Punkt, passen die grundsätzlichen Werte, die ich habe, mit dem, was ich, sage ich mal, in der Partnerschaft empfinde, mit wie mein Partner tickt, ist das kompatibel. Und wenn das dann immer noch der Fall ist, dann hat ein Paar gute Chancen, dass die auch längerfristig zusammenbleiben, selbst wenn es mal kriselt. Sollte sich aber herausstellen, okay, eigentlich habe ich mich vielleicht erst selbst jetzt richtig gefunden und ich merke, dass dieses Zusammenleben, so wie es jetzt ist, für mich nicht mehr machbar ist. Und der andere hat aber genau gegensätzliche Werte, dann ist manchmal auch eine Trennung sinnvoll. Ja? Man muss schauen, wie, sage ich mal, geht es weiter? Was will ich vom Leben? Passt das noch? Das, was ich vor 20 Jahren wollte, ist das noch das, wie ich das weiterführen möchte? Ja, das ist kann ich sehr bestätigen. Ich habe etliche Jahre in der Geriatrie bzw. Gerontopsychiatrie als Pfleger gearbeitet. Ist schon eine Weile her. Und tatsächlich hat sich damals mir relativ schnell der Eindruck aufgeprägt, dass viele der psychischen Erkrankungen im Älterwerden mit falsch verstandenen und vielleicht zu lange erhaltenen Beziehungen zu tun hat. Ja. Ich weiß nicht mehr, ich kann nicht mehr im Detail sagen, warum das so war, aber das war tatsächlich eine Erkenntnis, die mir irgendwann aufgepoppt ist nach Beobachtung vieler, vieler Patienten in dem Bereich. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen auch geprägt in Hinsicht dessen, dass man einfach sehr achtsam mit sich umgehen sollte und auch immer wieder hinterfragen sollte. Ich habe ein ganz, ganz spannendes oder berührendes Video mit Kurt Tepperwein gesehen dazu. Kennst du wahrscheinlich, ne? Und er lebt ja jetzt seit über 30 Jahren in einer Partnerschaft mit seiner Lieblingsfrau, wie er sagt, und beschreibt dort eine Situation, in der er, beschreibt, geht da ganz offen mit um, in der er mal jemand anders kennengelernt hat während dieser Beziehung und das auch seiner Partnerin mitgeteilt hat. Und sie fragt ihn dann ja, ob das denn was an ihrer Beziehung machen würde. Das hat er dann verneint. Und dann hat sie ihn aber gefragt, ob er sie denn lieben würde. Das hat er bejaht und ob er ihr denn versprechen könne, wie lange das anhalten würde. Und da hat er gesagt, bis morgen früh und dann sprechen wir neu. Und das fand ich sehr, sehr bezeichnend und erhellend und habe gedacht, ja, so muss es eigentlich sein. Man muss eigentlich jeden Tag neu überprüfen, ob alles noch so ist wie vorher. Nicht nur in Bezug auf Partnerschaft vielleicht, sondern generell auf sich selbst. Ne? Ja, also hört sich jetzt natürlich stressig an, wenn ich das jeden Tag mache. Ja. Aber wenn das die meisten einmal im Jahr machen würden, wäre das schon toll. Ja. Es ist natürlich auch ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist, wie zufrieden bin ich mit mir selbst, weil das überlagert eine Partnerschaft. Und wenn ich natürlich nicht mehr zu schätzen weiß, was ich da habe, mich auf die Stärken des anderen konzentriere, das ist wichtig, dann, sage ich mal, sind Beziehungen natürlich auch tragfähiger. Das heißt, wenn beide mit sich einigermaßen am Reinen sind, auch zufrieden sind im Leben, dann ist natürlich das Fundament, auf dem so eine Partnerschaft, sage ich mal, fußt, ist dann stabiler und es ist auch einfacher, sage ich mal, diese Partnerschaft zu leben und sich gegenseitig auch Freiheitsgrade zuzugestehen, ohne dass da jetzt extreme Verlustängste kommen. Also du merkst schon, es hat immer was damit zu tun, wie stabil stehe ich eigentlich gerade selber in meinem Leben, weiß ich, was ich will, ja, fühle ich mich wohl, dann ist natürlich so eine Partnerschaft mit einem Partner, dem es ähnlich geht, eine Bereicherung. Und das ist auch immer wahrscheinlich der Kernpunkt, ist für mich eine Beziehung, egal ob jetzt Partnerschaft oder auch zu Freunden eher bereichern oder ist es was, was ich mache, weil es sozial erwünscht ist, aber was weiß ich, vielleicht einen Haufen Kraft kostet. Muss jeder für sich selbst dann. Ja, sehr schön. Gut, jetzt sind wir schon eine ganze Weile mit diesem sehr spannenden Thema, wie ich finde, unterwegs und ich würde ganz gerne jetzt zum Abschluss unseres Podcasts das nochmal so ein kleines bisschen abbinden.
was sich für mich als wichtige Quintessenz so herauskristallisiert für all die Bereiche, in denen Menschen versuchen können, ihrem Leben eine neue Richtung zu geben, eine positive Richtung natürlich. Für all diese Bereiche gilt, glaube ich, zu erkennen, dass es nicht um Verzicht geht. Es geht nicht darum, sich etwas aufzuerlegen. Es geht nicht darum, sich etwas abzuringen, ja? Sondern es geht darum, zu erkennen im ersten Schritt oder immer wieder, in mehreren Schritten durchaus auch, ne? Aber diesen Erkenntnisprozess voranzutreiben. Oh ja, und dann vielleicht, wenn ich dieses Bild so bemühe, Türen zu öffnen in die neuen Möglichkeiten und das als Bereicherung und als Positives zu empfinden, oder? Ja. Genau, also natürlich Türen öffnen, zu schauen, also ich sag Veränderung auch eine Chance zu geben. Natürlich muss man sagen, dass Routinen und alles, was wir so im Leben haben, nicht nur für unser Gehirn angenehm sind, sondern auch für uns, die geben uns Sicherheit und Halt. Aber zu reflektieren, ist das eine Routine, die für mich noch förderlich ist, die ich mir weiterhin zunutze mache, oder ist das eine Sache, die mich blockiert? Mhm. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also es geht nicht darum, jetzt im Leben komplett alles zu verändern und nur noch auf Optimierung und Freude aus zu sein. Unser Leben ist, also bei den meisten ist es der Fall, dass es dann natürlich wellenhaft verläuft. Es gibt mal bessere Phasen, mal schlechtere. Das Geheimnis ist eigentlich, sich nicht so lange in irgendeinem Loch aufzuhalten, sondern wieder rauszugucken und zu gucken, in welche Richtung will ich, was passt für mich. Und dafür haben wir Menschen normalerweise so eine Art, ich sag mal, Wohlfühlkompass. Mhm. Wo man eigentlich nur spüren muss, fühle ich mich jetzt noch wohl oder geht das Richtung Keller? Und wenn es Richtung Keller geht, wie lange halte ich mich da auf? Wie komme ich da wieder raus? Mhm. Ist auch ganz viel, sage ich mal, in der Resilienzforschung gibt es dafür. Das ist sowas wie das Immunsystem der Seele. Mhm. Ja, so eine Widerstandskraft. Und die kann man tatsächlich auch stärken, trainieren. Schön. Ja. Es gibt noch ein schönes Bild, was ich habe, wenn es darum geht, dass ich mir die Welt erschließe. Und das ist im Prinzip ja das, worum es auch bei all diesen Gedanken und Prozessen geht. Mehr von der Welt für mich zu erschließen vielleicht. Ja? Mehr in die Welt mich integrieren zu können. Die Teile der Welt zu finden und in mein Leben zu integrieren, die zu mir passen und die mich bereichern und erfüllen vielleicht. Und das Bild dazu ist, wenn ich die Welt in Händen halten will, dann kann ich nicht die Faust schließen, sondern muss die Hand öffnen. Ja, ganz genau. Das ist vielleicht so eine Grundtendenz im Umgang mit all diesen Aufgabenstellungen, denen wir uns selbst so stellen, dass wir auch erkennen, dass es oft auch ein Loslassen bedarf, oder? Ja, für Veränderungen und generell, ich sag mal auch gerade dieser Punkt, Altlasten oder Ballast loszulassen. Mhm. Ich kann ja selber prüfen, welche Päckchen trage ich in meinem Rucksack rum, welche will ich behalten und welche sind für mich vielleicht zu schwer. Mhm. Und das erfordert manchmal ein Loslassen. Das ist sicherlich nicht immer einfach, weil dieses Loslassen, dieses Vertraute, wenn ich Themen oder was auch immer jahrelang mit mir rumgeschleppt habe, dann ist es was Vertrautes. Mhm. Ja, es ist bekannt. Wenn ich aber merke, ich bin in einigen Bereichen nicht mehr zufrieden, erfordert es manchmal ein Loslassen. Dafür kommt aber was Neues auf mich zu. Mhm. Ja. Und das Neue hat das Raum, wenn das alte Platz gemacht hat. Sehr schön. Stefanie, du arbeitest, wie wir jetzt mitbekommen haben, als Coach. Und als solcher bist du natürlich auch erreichbar, buchbar, ansprechbar und so weiter. Und deswegen verlinken wir unter diesem Podcast mal deine Kontaktdaten, wenn du einverstanden bist. Und bieten so unseren Zuhörern die Möglichkeit, neben dem, was sie jetzt schon so von dir kennengelernt haben, eventuell auch ein bisschen stärker mit dir in Kontakt zu treten. Sehr gern. Dankeschön. Und ja, an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich nochmal wieder bei dir bedanken für dieses sehr, sehr interessante Gespräch. Ganz, ganz wichtige und tiefgreifende Themen, wie ich finde, in unserer Gesellschaft. Wie man so schön sagt, im Wandel der Zeit. Und bedanke mich auch bei unseren Zuhörern. Ich hoffe, das war interessant. Gerne gebt uns Feedback dazu, zu diesem Podcast oder auch zu den Folgen davor, dass wir einfach ein bisschen mitbekommen, ob euch das Ganze gefällt oder vielleicht auch überhaupt gar nicht. Ich hoffe das natürlich nicht. In diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Tag, eine angenehme Zeit und natürlich viel Selbsterkenntnis und Selbstbestimmung, in welchen Lebensbereichen auch immer. Liebe Stefanie, dir nochmal vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich freue mich auf weiteren Kontakt und weitere Zusammenarbeit und Austausch. Alles Gute für dich, alles Gute für euch. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Bis bald. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.